Die größte Stadt im US-Bundesstaat Nevada und die Entertainment Capital of the World. Habt ihr schon erraten, von welcher Stadt die Rede ist? Natürlich von Las Vegas. Eine Stadt, in der es wirklich Millionen Dinge zu tun gibt und die in wirklich allen Bereichen wirklich alles zu bieten hat. Vorhang auf für unsere 5 Tipps zu Las Vegas. Gute Inspiration und viel Spaß. Mein erster Tipp, das Sightseeing in Las Vegas. Natürlich muss man hier zuallererst den Las Vegas Strip nennen. Heimat weltberühmter Luxushotels und Casinos. Aber natürlich nicht nur das. Auf dem knapp 7 Kilometer langen Strip findest du zum Beispiel Nachbauten der Luxor-Pyramide oder des Eiffelturms, bei dem dich ein gläserner Aufzug 46 Stockwerke bis zur Spitze bringt. Wenn du noch höher fliegen willst, kannst du per Flugsimulator über Las Vegas fliegen. Und wenn du es aufregender haben möchtest, dann steigst du eben in eine Achterbahn. Und das sind selbstredend nur einige von wirklich unglaublich vielen Attraktionen, die du auf dem Las Vegas Strip finden kannst. Bevor du das aber alles machst, kannst du natürlich zuallererst vor dem berühmten Las Vegas Sign posieren und dein erstes Andenken knipsen. Ein weiteres absolutes Highlight ist außerdem der Bellagio Brunnen. Vor allem am Abend, wenn es dunkel ist, unglaublich schön. Ich war selbst schon da und ich kann euch sagen, wenn die Fontänen beleuchtet abends aus dem Wasser schießen, das ist wirklich einmalig. Also wenn ihr da seid, unbedingt mitnehmen. Das ist übrigens auch ein wunderschöner Spot in der Stadt, um gemütlich in Cafés oder Restaurants zu versacken. Um unseren Sightseeing-Trip nochmal abzuschließen, können wir dir außerdem ganz viele tolle Museen zur Stadthistorie empfehlen. Zum Beispiel das Mob-Museum, das National Atomic Testing Museum oder auch das Neon-Museum, in dem zahlreiche neonblinkende Schilder von 1930 bis 1990 zu bestaunen sind. Oder wer es nochmal ein bisschen actiongeladener haben möchte, kommt auf jeden Fall beim X-Scream, Big Shot oder der Flylink Zipline auf seine Kosten, bei der du mit bis zu 56 km/h aus 35 Meter Höhe vom Link Hotel und Casino bis kurz vors Riesenrad düst. Bei den Attraktionen, und das ist wichtig vorab zu sagen, lohnt es sich immer, die Tickets vorab im Internet zu buchen, weil es dann vermutlich ein bisschen preisgünstiger ist. Einige Attraktionen und Fahrgeschäfte sind aber auch in dem beliebten Tourist Pass enthalten. Mein zweiter Tipp, und ich habe es eben schon erwähnt, das Entertainment. Las Vegas ist die Entertainment Capital of the World, also die Entertainment-Hauptstadt der Welt und eine Stadt, die wirklich niemals schläft. Und das bedeutet, dass es natürlich unzählige Veranstaltungen, Events, Konzerte und Partys gibt, von denen ich hier alle gar nicht aufzählen könnte. Ein paar habe ich aber rausgesucht und die kommen jetzt. Im House of Blues des berühmten Mandala Bays kannst du zum Beispiel Carlos Santana und seine größten Hits live hören. Genauso wie Adele, die im Caesars Palace auftritt. Dazu gibt es wahnsinnig viele Comedians, die in den verschiedensten Locations auftreten. Zum Beispiel im Wynn Las Vegas, im Tropicana oder in der Love Factory. Weltberühmte DJs legen zum Beispiel im Marquee Club auf. Und viele andere Stars findest du regelmäßig auf der Bühne des Dryce Night Club im Cronville Las Vegas. Also, abends wird dir definitiv nicht langweilig. Kommen wir zu Tipp 3. Las Vegas als Shoppingparadies. Und wenn ich Paradies sage, dann meine ich Paradies. Las Vegas bietet nämlich insgesamt sage und schreibe 7 Millionen Quadratmeter reines Einkaufsvergnügen. Wahnsinn, oder? Neben zahlreichen Malls und den üblichen bekannten Läden gibt es nämlich auch ganz viele Outlet-Center, die besondere Angebote für etwas kleinere Preise bieten. Wer aber gerne viel Geld beim Shoppen lässt, der ist auf jeden Fall goldrichtig bei den Shop at Crystals am Las Vegas Strip. Zu finden sind hier über 50 der besten Luxusmarken der Welt. Gucci, Dolce & Gabbana, Cartier, Tiffany's und Co. Und der größte Louis Vuitton in ganz Nordamerika ist hier zu finden. Ein kleiner, aber feiner Tipp dazu. Der Shop Vegas Passport. Mit dem bekommst du nämlich in ganz vielen Geschäften Rabatte oder Geschenke und der lohnt sich vor einer großen Shoppingtour definitiv. Und noch ein letzter Tipp, wer sich vor der eigenen Einkaufstour noch ein bisschen Inspiration abholen möchte, der kann natürlich auch zur Las Vegas Fashion Show vorbeischauen. Die findet, wer hätte es gedacht,
natürlich auf dem Las Vegas Strip statt. Mein vierter Tipp, und der passt ganz gut, denn Shopping macht ja bekanntlich hungrig, sind natürlich die vielen, vielen Food- und Dining-Optionen in Las Vegas. Sehr beliebt sind vor allem die Steakhäuser in Las Vegas. Von klassisch bis modern über exklusiv ist hier wirklich alles dabei. Übrigens auch für Vegetarier und Veganer. Besonders beliebt sind zum Beispiel das Prime Steakhouse im Bellagio Resort und Casino, das Barry's Downtown Prime im Circa Resort und Casino. Natürlich gibt es aber nicht nur Steakhäuser, sondern wirklich alle möglichen Küchen, die du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Und auch in allen möglichen Stilen. Von gemütlichen Straßenrestaurants zu exklusiver Star-Küche ist alles dabei. Und vor allem Italienisch lässt sich hier besonders gut essen. Aus gegebenem Anlass deshalb von unseren Reiseexpertinnen und Experten hier nochmal ein paar Empfehlungen dazu. Das Lago von Julian Serrano im Bellagio Resort und Casino, das Carpetta im Cosmopolitan auf Las Vegas und der Pizzakuchen vom Buddy V im Harris Las Vegas Hotel und Casino. Aber wie gesagt, das sind nur ein paar Beispiele. Die kulinarische Vielfalt ist wirklich grenzenlos. Mein fünfter und damit letzter Tipp ist natürlich der Sport. Fast nichts geht über die Stimmung, bei einem Live-Sport-Event mal dabei zu sein. Und in Las Vegas gibt es wirklich einige davon. Alleine an einem Wochenende kann man von morgens bis abends, von Freitag bis Sonntag, nur an Sportevents teilnehmen. Von College- und Profi-Football, College-Basketball, Meisterschaftsboxen bis hin zu NASCAR ist wirklich alles dabei. Und dann gibt es natürlich noch die absoluten Highlights. Im Jahr 2024 findet nämlich der Super Bowl in Las Vegas statt. Und erstmalig im November 2023 der große Preis von Las Vegas. Las Vegas ist Teil der Formel 1 Weltmeisterschaft und wird dann zum Schauplatz von Millionen Formel 1 und Sportfans. Zwei Events, die die Stadt absolut elektrisieren werden und die ohnehin schon eine riesengroße Sportbegeisterung noch mal mehr entfachen wird. Also ein Sportereignis. Und auch wenn es nur in einer der vielen Sportsbars ist, solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Das waren unsere 5 Tipps für Las Vegas. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn da am besten hin? Und die ist zum Glück ganz einfach zu beantworten, nämlich mit der Condor. Die fliegt nämlich dreimal wöchentlich, nämlich dienstags, donnerstags und sonntags von Frankfurt direkt nach Las Vegas. Selbstverständlich gibt es natürlich aber auch ganz viele Anschlussflüge aus verschiedenen deutschen Städten oder das Angebot mit Rail und Fly mit der Deutschen Bahn. Wenn ihr dazu aber noch Fragen habt, zögert keinen Moment und kontaktiert unsere Reiseexpertinnen und Experten von American Limited. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen, nach Las Vegas zu reisen und diese Stadt mit den Millionen Möglichkeiten zu erkunden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.